Ja, lange haben wir gewartet. Wir haben schon ein paar Einblicke gesehen von anderen, aber eigentlich offiziell darf man das erst am 1. Juli aufmachen und auch in die Regale tun und den Leuten verteilen, den Kunden. Er ist da, der neue Katalog vom zweiten Halbjahr. Wir gehen ihn zusammen durch. Ich möchte euch so die Neuigkeiten zeigen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, was ich cool finde, was ich weniger cool finde. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Ich bin's, Pascal vom Gallusbrick. Und jetzt geht's los mit dem neuen Kalender. Nee, nicht Kalender, sondern Katalog von Lego vom zweiten Halbjahr. Und es ist ja so, ja, ihr wisst schon ein paar Sachen, das ist natürlich klar. Und ja, es fängt hier an mit Duplo. Neuen Zahlenzug ist hier. Seht ihr den Zahlenzug? Das ist nichts Neues. Und hier, das gefällt mir aber sehr gut. Das ist wieder, sorry, wenn ich da ein bisschen Kontrollblick mache, dass ihr das auch wirklich seht. Aber so müsste es gehen. Hier ist der Freizeitpark. Das sieht doch mal richtig schnieke aus. Und ich muss wirklich sagen, Lego hat es bei Duplo ziemlich drauf, ne? Also, es ist eigentlich schon krass, weil schon auf der nächsten Seite seht ihr hier die super coole Rennbahn. Und ja, das ist absolut schnieke, ne? Das hat es mal in meiner Kindheit ein Lego gegeben. Formel 1, so eine Tribüne. Ich weiß jetzt die Nummer nicht mehr auswendig. Und jetzt kommt neben den Bauernhöfen, die ihr ja vielleicht schon kennt von Duplo, wenn ihr vielleicht kleine Kinder habt oder das trotzdem auch verfolgt, kommt noch eine Waschanlage von Duplo und die sieht ja richtig cool aus. Und da muss ich sagen, wenn man das vergleicht mit der aktuellen City-Serie mit der Waschstraße, ist das schon ein bisschen ein Unterschied. Ne? Also das sieht hier wirklich richtig Bombe aus. Hier oben hat sogar noch einen kleinen, sag ich jetzt mal, VW-Bus. Ne, einfach ein kleiner Bus. Ich sage jetzt VW-Bus, weil das kennen wir alle. Und unten eine Limousine ist wirklich sehr cool geraten, muss ich sagen. Und falls ihr jetzt euch das wundert, dass ich da immer ein bisschen gucken muss und so. Ja, ich sehe ihn auch zum ersten Mal. Ich habe natürlich den Händlerkatalog, aber der hat manchmal eingeschwärzte Sachen. Wir müssen da fast ein bisschen aus dem Leeren ziehen. Darum habe ich auch nicht alles da. Aber für alle, die schon da waren, was ich nicht da habe, kann ich bestellen und das ist auch kein Problem. Und ja, weiter geht's. Ich möchte gar nicht so viel Werbung machen. Dann hat es hier noch ein neues Spider-Man-Set. Ist einfach immer ein bisschen das Problem bei den Superhero-Sachen, ne? Duplo ist eigentlich sehr preiswert, dass da noch meistens eine Schippe oben drauf kommt für Lizenzgebühren und das muss man natürlich auch beachten, wenn plötzlich ein Set, was normalerweise normal von Lego vielleicht 20 Franken kostet, dann plötzlich 30 kostet, weil es ein Lizenzprodukt ist. Das gleiche ist hier bei den Disney-Sachen, die sind jetzt im Juni rausgekommen. Die sind zwar ziemlich cool, auch für die größeren Sachen mit dem Schaf, das ist sehr begehrt. Die sind schon recht cool. Aber jetzt zum Beispiel bei uns kostet dieses Batman-Set kostet irgendwie 36 Franken für zwei Figuren und ein Auto und zerkrachter Bathöhle. Es ist zwar richtig cool, Batman geht immer auch bei den Kindern, aber es ist schon eine Hausnummer, denn für 26 Franken bekommt man das coole U-Boot, das ich hier hinten irgendwo rumliegen habe. Hier, dieses U-Boot bekommt man für 24 Franken. Also das ist viel mehr Spielspaß. Und ja, da sieht man halt einfach die Unterschiede, aber das sehen ja auch nicht alle ganz genau gleich. Auch bei Jurassic World, Jurassic Park, je nachdem, wie man es sagen will, Dinosaurier gehen natürlich immer, aber wenn man dann für ein Dino und ein Motorrad und einen Mannsköckel und einen kleinen Triceratops wahrscheinlich so um die 30 Franken bezahlen muss, dann ist das schon eine Hausnummer für bestimmte Familien. Ja, möchte ich jetzt nicht sagen. Und jetzt kommen wir aber zu dem coolen und das sind die neuen 4 Plus Mickey Mouse Sets und die finde ich wirklich sehr, sehr schön mit der Rakete. Das habt ihr sicher schon Bilder gesehen, auch auf anderen Plattformen wie zusammengebaut oder Promobricks. Die haben die Informationen schon ziemlich früh rausgebracht, sind wirklich schön geraten. Klassisch, man liebt sie oder man hasst sie. Es hat wirklich coole Sachen dabei, vor allem die Baseplate, Straßenplatten gibt es ja nicht mehr. Hier oben Around the World, wenn man da ein bisschen näher geht, dann seht ihr, dass da vielleicht noch ein London-Bus dabei ist. Obwohl ich jetzt sagen muss, der London-Bus sieht ein bisschen verkackt aus, wenn man den vergleicht mit dem kleinen London-Bus. Ich habe jetzt keinen mehr da.
muss ich dann wieder auffüllen. Die sind sehr begehrt. Also das ist schon richtig cool. Und dann, ja, sieht manchmal ein bisschen verklemmt aus. Was ich wirklich bevorzugen würde, ist, wenn Lego wieder ein bisschen back to the roots geht. Und das wünschen wir uns alle. Und wirklich vielleicht farbenreine. Vielleicht mal wirklich mal was mit Grau bringt, was mit Blau bringt, was immer braucht. Aber ich glaube, sie sind nicht an den Erwachsenen interessiert, die da Landschaften bauen. Aber ich denke, das würde richtig abgehen. Also das würde wirklich richtig abgehen. Dann hat es hier natürlich von Frozen, von Disney, hat es hier noch neue Schlösser. Das läuft jetzt bei mir nicht so. Das ist jetzt so der Vorbesteller. Aber es ist wirklich auch schön. Disney geht immer Frozen, klar, 4 plus. Das ist im Moment in aller Munde. Ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen abgeflacht. Das ist nicht bei Kleidung und so. Es ist immer noch ein Riesentrend. Aber du dachtest, dass die Kinos immer geschlossen waren und ich glaube auch die Kinder jetzt wieder mehr rausgehen zum Spielen, dann ist das Fernsehschauen, ja, auch hier mit Raya und Minions, da ist jetzt nichts Neues dabei, das haben sie drin behalten. Ich spekuliere auch nur darüber, was sie jetzt drin behalten haben. Und ich denke mal, das, was sie nicht so verkaufen konnten wegen den Filmen, die alle verschoben worden sind, darum ist wahrscheinlich der Katalog ein bisschen größer ausgefallen. Was mir hier wirklich gesehen sehr gut gefällt, da sind wir jetzt im Friends-Bereich und das kann ich euch wirklich sagen, wenn man jetzt hier diese Häuser anguckt, ja, die sind jetzt auch neu, die sind jetzt nicht so prickelnd, unten das Wohnmobil und das Surfbrett, das geht jetzt irgendwie noch, das könnte man sogar eigentlich fast in eine normale Stadt reinmachen, wenn man die Figuren austauscht. Ich sage normale Stadt, normale Lego-Stadt, man baut ja wahrscheinlich keine Friends-Stadt. Und ja, hier das Hotel, müsst ihr mal gucken. Das ist doch richtig, richtig schön. Also das muss ich wirklich sagen, auch mit den Farben. Das könnte man jetzt noch austauschen, aber das ist doch richtig cool geworden. Ich denke, dass das aber schon das Hammer-Set ist, das irgendwie 160 Franken kosten wird. Aber es ist wirklich, wirklich sehr schön gemacht. Auch mit diesen Verschnörkelungen und alles. Gefällt mir wirklich gut. Ich muss auch sagen, bei Friends machen sie vieles richtig. Das hat man wirklich auch gesehen. Die Mädels, die hat für jede Preiskategorie was dabei, was zum Sammeln und. Ist wirklich richtig cool. Immer wieder ein paar Pferde dabei. Wir schauen jetzt hier nicht jedes Friends-Set an. Hier ist noch was Neues. Unten diese Pferdetransporter. Das wird sicher richtig abgehen. Pferde gehen immer. Dann hier noch diese Elefantenstation, die wir schon kennen. Also schon kennen die Friends-Elefantenstation. Ja, und dann Lego Dots. Was soll ich dazu sagen? Lego Dots ist so eine Sache. Am Anfang ist es richtig gelaufen, dann ist Covid-19 gekommen und irgendwie ist der ganze Festival Bendeltauschlaune an der Schule hat natürlich nicht stattgefunden. Dieses Set hier oben ist richtig cool. Das hat ganz viele kleine Fliesen drin. Ich werde jetzt die mal bestellen und in meinen Bricklink-Shop streuen. Die sind wirklich ziemlich cool. Hat ganz viele verschiedene Farben und auch solche Sachen, die man bauen kann, um Schriftzüge zu bauen. Also schaut doch demnächst mal vorbei, dann werde ich da ein bisschen aufstocken. Ich habe mir auch schon überlegt, es gibt da wieder neue Armbänder, könnt das sehen. Und es ist schon was für Mädels, aber irgendwie habe ich mir mal so ein Armband auch gemacht und angezogen und für die Erwachsenen, mir passt es wirklich fast nicht rundherum. Und es ist ja klar, es ist ja für Kinder, es ist ja 6 plus. Aber es wäre doch auch cool, wenn das auch noch für Erwachsene gehen würde, für große Handgelenke. Weil ich finde wirklich, wenn man da ein paar coole Armbänder hat und mal irgendwo ist, dann ist das irgendwie schon noch cool, wenn man ein Lego-Armband trägt. Also ein bisschen nerdy darf man ja sein. Und da kann man auch noch eigene Kreationen drauf machen oder irgendwie so mit Dollarzeichen oder weiß der Kucker nicht, was es alles noch gibt. Und das finde ich ein bisschen schade, dass sie das nicht ein bisschen länger, 2, 3 Noppen länger gemacht hätten. Und dann hätte man das auch als Erwachsener gut tragen können. Also ich sage jetzt, für Frauen geht es natürlich und für Männer, die ein schmales Handgelenk haben. Aber ich bringe es mir wirklich, wirklich nicht rundherum. Das ist ein bisschen schade. Ja, dann kommen wir zum leidigen Thema Video. Ja, kennst schon. Ja, hat coole Figuren dabei, aber sonst ist es das wirklich schon gewesen. Irgendwie ist bei mir der Trend nicht so ausgebrochen. Lassen wir uns überraschen, was da noch so kommt. Ich habe ein paar Sachen da, sonst ist auch hier Vorbestellung angesagt. Ich glaube,
Lego beseitigt sich hier ins Offside, denn Handy und Lego vielleicht zum Steuern, ja, wann es dann wirklich mal richtig funktioniert. Aber jetzt da noch irgendwelche TikTok-Killer bringen, ich glaube, das hat keinen Sinn. Aber das ist meine Meinung und da darf ich auch dazu stehen. Das Riesenrad habe ich euch schon in einem Video vorgestellt. Finde ich richtig schnieke, auch zum Kombinieren mehrere verschiedene Sachen. Es ist auch noch ein Autoscooter dabei, das finde ich richtig cool, wo man daraus bauen kann. Da muss ich sagen, Creator rein 1 geht immer. Auch das Space Shuttle habe ich schon einmal verkauft, das war eine Juni-Neuheit. Ist wirklich ziemlich cool. Unbedingt auch anschauen, die anderen Sachen, Piratenschiff und so, die kennen wir hier, Drache, Roboter und alles das. Und mir ist noch etwas aufgefallen und ich muss jetzt hier mal eine Seite gucken. Gehen wir zuerst zu Super Mario noch, dann zeige ich das, was ich ein bisschen schade finde im ganzen Katalog. Super Mario ist auch so ein leidiges Thema. Ja, irgendwie finden es gewisse Leute cool, gewisse schrecklich und das ist ein bisschen schwierig abzuschätzen. Aber ich habe immer was da. Sonst kann es ja nachbestellt werden. Adventskalender gibt City, neu wird es einen Marvel-Kalender geben, es gibt Star Wars, es gibt Friends und es gibt Harry Potter. Ihr könnt die natürlich auch bei mir vorbestellen. Ich habe immer ein paar da. Und ja, bei Marvel schauen wir da ein bisschen genauer hin. Da hat es noch ein paar Sachen, die noch interessant sind und auch weniger interessant. Ja, dann City Stadtleben hätte ich mir jetzt was gewünscht, vielleicht ein bisschen neu, etwas Neues, das vielleicht ja noch besser ergänzbar wäre oder das erste große Set vielleicht ein bisschen getoppt hätte. Ja, Feuerwehr ist nichts Neues dazugekommen, Polizei ist nichts Neues dazugekommen. Dann die Sets, die wirklich cool sind, sind auf dieser Seite zusammengefasst. Hier das, die drei Fahrzeuge. 4 Plus ist das der Baywatch Stranddings, die Kehrmaschine bleibt drin und der Sportwagen ist drin. Wirklich sehr schön. Das Polizeiauto, das kleine, ist auch immer noch dabei. Der Streifenwagen für 12,90, der ist auch immer sehr beliebt. Ja, diese Sets, auch der Traktor und das Flugzeug. Das finde ich wirklich cool. Also das macht City aus. Auch hier weiter, kleiner Monstertruck, Eiswagen, die zwei Rennwagen, ja, hat coole Sachen. Die Garage kann man für die Verkleidung darüber streiten. Lassen wir das mal im Raum stehen. Dann bleiben die Expeditionsset bleiben auch noch drin. Und dann hier, was ihr natürlich schon erwartet habt, sind diese drei neuen Sets. Das ganz große ist leider ein Lego-Exklusiv-Set. Na klar, das mit den coolsten und den meisten Tieren drin, das muss man exklusiv machen. Die Händler müssen nichts dabei haben und die ganz großen Händler, die bekommen das wieder über irgendwelche Wege und die kleinen Händler gucken in die Röhre. Das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht lernt das mal Lego. Ich bin ja wirklich ein absoluter Lego-Fan, sonst hätte ich ja keinen Lego-Laden. Aber das finde ich richtig, richtig kacke. Auch das mit den, Entschuldigung für meinen Ausdruck, auch das mit den exklusiven Sets. Ich probiere da auch den Dialog zu suchen, aber das ist wie David gegen Goliath und ich will mich nicht beschweren, aber das ist wirklich scheiße. Sorry, wenn ich das so sage. Lego Boost ist cool zum Programmieren. Ich zeige euch nachher auch gerne noch Lego Spike, der Nachfolger von Mindstorms. Also das heißt dann noch Mindstorm. Ja, ich habe es noch nie programmiert und ich habe immer noch ein EV3. Ja. Looney Tunes. Bin ich schon fast ausgeschossen, habe ich nachbestellt, ist noch nicht gekommen, hoffen wir, dass es noch gibt, denn sie sind wirklich cool geworden, muss ich sagen. Von der nächsten Serie weiß ich noch gar nichts, die wird dann kommen. Und jetzt gehen wir zu Marvel Infinity Saga. Nur schon hier, Guardians of the Galaxy, das ist doch einfach der Oberknaller, auch die Figuren. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt hier unten ein bisschen sehen. Diese vielen geilen Marvel-Figuren, die es hier gibt. Wirklich einfach spitzenmäßig. Wirklich spitzenmäßig. Hier, kommen wir nachher noch zurück, hier ist der Iron Man richtig cool gemacht. Ne? Mit diesem richtig coolen, schönen Iron Man-Helm. Wirklich sehr schön. Und das Einzige, hier geht's jetzt. Ich habe vorhin was gesehen, das mir nicht so gefallen hat. Denn man kann die Schrift nicht immer gut lesen. Irgendwie haben sie die manchmal kleiner gedruckt und dann
kann die fast nicht lesen. Vielleicht haben sich meine Augen schon daran gewöhnt. Schaut doch mal hier schnell bei Ninjago. Das ist doch eine absolute Katastrophe, wie man sowas drucken kann. Also wenn man jetzt hier noch anfängt zu sparen und irgendwie die Farben und die Konturen so beschissen aussucht, also der Designer, der hier irgendwie die Schriftzüge ausgesucht hat, wie man das machen soll, also der sollte nicht als Designer arbeiten. Entschuldigung, das ist meine Meinung. Das sollten Kinder lesen und man sollte die Setnummer und den Text lesen können. Das finde ich sehr wichtig. Ja, vielleicht haben Sie das überhaupt nicht wichtig gefunden. Ich fände das wirklich sehr wichtig, dass unsere Kinder oder auch die Fans, die Kinder, die studieren das. Die studieren das jeden Abend vorm Schlafen gehen und dann holen sie wieder einen neuen Katalog bei mir oder irgendwo und lesen den nochmals durch. Und wenn er wieder kaputt ist und 7000 Mal verwurstelt, dann wird wieder ein neuer geholt und durchgeschaut. Das lieben die Kinder, weil sie können sich ja nicht alles wünschen und alles kaufen. Dann schaut man hier, was man an die Fantasie lebt. Und dann ist es auch wichtig, dass sie das rausschreiben können. Denn wenn sie das wünschen, dann geben sie das dem Patenonkel oder der Patentante und die muss das doch auch schreiben können. Und Kinder können vielleicht nicht alle schon ab 5 Jahre perfekt lesen. Dann ist es doch wichtig, dass das groß und gut lesbar geschrieben ist. Und das finde ich eigentlich noch wichtig. Vielleicht könnt ihr das ja unten in die Kommentare reinknallen und auch auf den Abonnieren-Button drücken, falls du es noch nicht getan hast. Und jetzt bin ich hier auch mal ein bisschen abgeschweift. Ja, und hier ist jetzt der Lego Marvel Adventskalender. Und der, oh, Entschuldigung. Und der ist doch eigentlich ziemlich cool, kann man so denken, kann man so aufklappen. Ich finde die Adventskalender eigentlich ziemlich cool wegen den Figuren. Und es hat hier auch 1, 2, 3, 4, 5 Figuren dabei. 6 sogar, Jarvis auch. Aber schaut hier, der Iron Man, das ist der hässliche. Das ist da diese 4 Plus Iron Man Helm. Das finde ich einfach richtig geil. Lego soll das gleich wieder einschmelzen, diese Helme, und soll nur noch die coolen Helme machen. Und das finde ich auch so was, was ich nicht verstehe. Dann kann man so, macht man so coole Helme und dann macht man wieder so beschissene Krüppelhelme, sage ich jetzt mal, wo überhaupt nicht nach Iron Man aussieht. Aber das ist ja wie die Büste von Iron Man, ist ja auch Katastrophe. Da sieht man ja, muss man ja auch, keine Ahnung, die Augen zukneifen, dass man sieht, dass das der Iron Man ist und nicht irgendwie sonst ein Panzerhelm oder irgendwas. Genau, aber jetzt ist mal genug abgegangen. Ich probiere mich da auch ein bisschen zurückzuhalten. Ja, dann Spider-Man hat sich nichts geändert. Ninja, hier Batman soll noch ein paar neue Sets kommen, ist hier angeschrieben. Und dann ist hier Ninjago Unterwasserwelt, was ich euch vorhin schon die super gestaltete, mega lesbare Seite. Und bei uns ist das natürlich mehrsprachig und ohne Preise. Keine Ahnung warum, ohne Preisempfehlung. Aber das ist hier bei uns einfach so. Und das ist dreisprachig geschrieben, weil wir ja 3 andere Sprachen haben. Eigentlich 4, aber die vierte ist nur 5%, darum fällt die leider weg. Und auch hier das große U-Boot, also es hat hier diese Unterwasserwelt von Ninjago, also ein bisschen Atlantis-mäßig, aber wirklich, wirklich sehr, sehr schön umgesetzt, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Mal was anderes, ich muss sagen, bei Ninjago machen sie immer coole Sachen, aber wenn man das jetzt irgendwie vergleicht, es hat hier auch keine Themenwelt. Das ist jetzt nicht Legacy oder so, sondern auch hier der Drachenkopf, der Unterwasserdrache. Das ist doch richtig Knaller. Hier oben irgendwie die Ohren, die sind doch die Korallen, ne, aus der Korallensetzung. Und das finde ich schon recht cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt sehr gut. Ja, Ninjago, das ist nichts Neues. Das ist das von letztes Jahr, das haben sie alles drin behalten, also das fällt vielleicht Ende Jahr dann raus. Hier diese, ich sag jetzt mal, diese Tiki-Serie und dann hier die Feuerserie, die das auch das Spiel zusammen ergibt. Hat es wirklich sehr schöne Figuren dabei. Ich bin ja ein absoluter Ninjago-Fan, auch meine Ninjago-Stadt, die wächst jetzt wieder. Und ja, es ist schon cool, was Ninjago alles kann und das merkt man auch. Ninjago geben sie sich wirklich Mühe. Und jetzt kommen wir noch zu etwas, das viele freut. Und das sind im September kommen ja die Jurassic World Sets. Die sind zwar immer ein bisschen teurer, aber auch hier oben das T-Rex-Skelett, das ist wirklich
kann man sich darauf freuen. Hat ein paar ganz schöne Sachen dabei. Und ja, für alle, die es jetzt auch ein bisschen zu schnell geht, wir sind schon bei 20 Minuten und ich probiere das jetzt hier ein bisschen durchzuspeeden. Speed Champions, alle 6er Breiten sind rausgeflogen. Dafür ist jetzt hier ein Dragster reingekommen, der Koenigsegg, der Chevrolet hat wirklich ein paar neue coole gegeben. Ich finde jetzt den McLaren und den Toyota finde ich jetzt nicht so gelungen, aber die anderen, die sind wirklich spitze. Und Harry Potter kommen ein paar coole Sachen. Ein paar sind schon im Juni rausgekommen. Kammer des Schreckens kommt im August, glaube ich. Genau. Hat wirklich schönes Zeug dabei. Muss ich sagen, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Speed. Minecraft. Ich finde Lego Minecraft ist witzig, aber ich spiele Minecraft lieber am PC. Ja, aber funktioniert anscheinend immer noch sehr gut. Star Wars, Mandalorian and the Child. Kommt hier wieder mal die Slave One raus. Ich sage jetzt wieder einmal, sie sieht nicht scheiße, also sie sieht nicht schlecht aus, aber man kennt es einfach schon. Und ich bin jetzt auch nicht so der Star Wars Experte. Ich finde ein paar Sachen cool, aber das müsst ihr euch selber beurteilen. Auch die Figuren sammeln. Es kommen ein paar neue coole Figuren, die man da wirklich sammeln kann, sonst kommt nichts viel Neues. Ist Mindstorms, ich sage immer Spike, aber es das heißt in gewissen Ländern heißt es eben auch, glaube ich, Spike. Ja. Und dann kommen wir zum heiß erwartesten Thema. Das ist er, der Schwerlastabschleppwagen mit Pneumatik, wo man lange nicht gewusst hat, was kommt denn hier dieses Jahr und so sieht es aus. Ich mache das nochmal groß. Genau. Und dann hier noch den Zetrox. Wirklich mit zwei Achsen, nicht mit drei Achsen. Das ist ja mal die Diskussion gewesen wegen dem Militärfahrzeug. In Deutschland hat drei Achsen, darum haben sie, glaube ich, zwei Achsen gemacht, dass da keine Anlehnung entsteht. 48 cm lang, ist hier über Control Plus gesteuert. 4x4. Der Pneumatik hat meines Erachtens nichts, keine Pneumatikfunktion, aber ich glaube, das muss man alles manuell machen. Es wäre eigentlich noch schön, wenn das hier angeschrieben wäre, ob man pumpen muss oder von Hand oder was man machen muss. Sieht hier zwar so aus, wie es einen Motor drin hat, aber ich kann es jetzt nicht sagen. Wissen wir noch nicht. Ich sage es euch, sobald ich es weiß. Vielleicht gibt es ja auch ein Review dazu. Wirklich cool, dass sie pneumatisch wieder bringen. Ja, sonst ändert sich hier nicht viel. Hier oben noch zwei eingeschwärzt. Das wissen wir, dass der Ford Raptor kommt und der Bulldozer, das wissen wir auch. Sie haben das noch eingeschwärzt. Heute hat Dan Brickstar hat heute ein Bild gepostet vom Ford Raptor. Und vom Cat haben wir eigentlich nur auch Bilder, wie es aussehen könnte vom Bulldozer, aber wird sicher auch cool. Kommt im Oktober für Ende Jahr, für das Weihnachtsgeschäft. Freue ich mich drauf. Könnt ihr auch schon vorbestellen. Also ihr könnt alles, was ihr jetzt hier seht, könnt ihr vorbestellen. Ja, hier bei den Helmen, wirklich cool, hat es viele letzte Sachen gebracht. Der Handschuh finde ich auch cool. Und eben, wenn ihr jetzt hier den Iron Man seht, also das ist wirklich wie so eingezogene Maße. Nichts Spezielles. Ja, Ecto One, Blumenstrauß, Bonsai, Architekt, ändert sich gar nichts. Finde ich eigentlich schade. Weiß nicht warum, auch nichts eingeschwärzt. Hätte man noch was Cooles geben können. Vielleicht Zürich oder Luzern oder so. Wäre doch auch mal schön, mal was aus der Schweiz zu machen. Sonst muss ich das ja mal machen. Ja, und das ist jetzt der Katalog gewesen. Hinten drin hat es, dass man sich 7 Millionen Mal nicht verschlucken darf. Und Sommerspiele, hier noch Lego Live, Information, dann freien Kindereintritt fürs Legoland oder Lego Discovery Center. Übrigens ist dort auch immer cool, auf den Kellogg-Packungen gibt es da auch immer gute, coole Rabatte. Und ja, das war ja der Kalender vom zweiten Halbjahr. Der Kalender sage ich schon wieder. Der Katalog natürlich vom zweiten Halbjahr. Schreibt mir noch in die Kommentare, was ihr cool findet, was ihr euch kaufen werdet, aber auch was ihr nicht so cool fandet. Ja,
würde ich mich freuen. Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss zusammen.